Herzlich willkommen, ihr Lieben. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem wundervollen Mittwochsvormittagsprogramm und vor allem einem stressfreien. Denn bei uns ist Marlies Maria Bremer. Sie hat dieses Buch hier geschrieben. Die Verführung aus dem Bauch. 1001 Geheimnisse für ein stressfreies Leben. Und ob wir den Stress heute hier in der Sendung raustanzen oder was sie uns an Übungen mitgebracht hat, das werden wir im Laufe der Sendung natürlich erfahren. Auf jeden Fall wird es stressfrei dadurch durch den Mittwoch gehen. Und ich werde gleich auch rüber tanzen zu unserer Tagesprognose. Möchte euch aber noch sagen, dass Gisela Rösch uns heute auch noch zugeschaltet sein wird aus Spanien. Und ich habe schon gesehen, sie hat es bei sich zu Hause auch, wie wir hier im Studio, weihnachtlich dekoriert. Und jetzt tanze ich aber wirklich rüber zur Tagesprognose mit Daniel Amling. Und da ist er, der Daniel. Großartig, sensationell. Schön, dass du es geschafft hast. Und wir haben festgestellt, wir haben beide so ähnliche Farben gewählt. Wir wussten nicht, dass wir aufeinandertreffen, zumindest nicht in dieser Form. Genau, aber der Partnerlook stimmt. Toll, oder? Ja, genau. Großartig. Und wir haben auch ähnliche Interessen. Deins natürlich sehr viel professioneller, intensiver. Mit den Heilsteinen arbeitest du. Das stimmt. Und aus der Richtung bist du auch gekommen. Also bevor du überhaupt auf Karten gekommen bist, auf die Arbeit bei Questico und hier bei Astro TV in den Live-Sendungen, hast du schon ganz anders mit Steinen gearbeitet? Das stimmt. Ich arbeite eigentlich schon lange damit, gerade weil ich aus den Körperarbeiten, sage ich so, rauskomme, von verschiedenen Ausbildungen eben dann aber auch mehr immer in die Massagetherapie und dergleichen, Klangschalen, Heilsteine, Chakrenenergie, wirklich Blockadenlösung und da mich dann auch wirklich, ich sag mal, ausgelassen und wirklich weiterentwickelt und auch mit der Zeit mehr und mehr gelernt und dann später auch noch wirklich mehr nach und nach dann auch in das Mediale, in die Arbeit mit den Karten eingetaucht und ich glaube, das geht noch wesentlich weiter. Kraftorte sind ja jetzt auch so ein Thema, wo ich mich widme, wo ich auch immer weiter mich ja auch experimentiere und weitergehe und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Hast du einen ganz besonderen Kraftort für dich? Also jetzt einen, den du vielleicht nicht unbedingt weitergibst, dann in später mal in Kraftortkarten? Also ich war selbst jetzt letztes Jahr, ich mache ja immer wieder die Kraftortreisen und dieses Jahr gehen wir ja dann durch Deutschland durch. Das sieht man ja immer wieder auch im Material davon. Letztes Jahr waren wir bei Favignana. Das ist bei Sizilien, eine Insel, nochmal bei Italien und da gibt es Grotten. Ja. Und die blaue Grotte da vor allem, das ist ein Kraftort des Wassers und die hat mich unglaublich inspiriert und glaube ich bis jetzt einer meiner liebsten Orte. Ja. Was hast du da gemacht? Also wie nimmst du Kontakt zu so einem Ort auf? Was sagt dir dieser Ort? Wie spricht er mit dir? Ich glaube nicht, dass man da Kontakt aufnehmen kann. Ich glaube, der Ort nimmt Kontakt mit dir auf, weil du spürst, egal bei welchen Wallfahrtsorten, egal bei welchen sonstigen Bereichen, wo du bist, eigentlich die Energien, die spürst du. Wenn man ein bisschen hinhört und wenn man mal ein bisschen in sich geht und mal den Trubel hinter sich lässt, dann spürst du, wo gewisse Energien da sind. Und ich glaube, da, sobald man da zur Ruhe kommt, kann jeder Verbindung aufnehmen. Die Frage ist einfach, wie weit lässt man es wirken? Und vor Ort gehe ich dann einfach so vor, dass ich ja immer viele, auch die sich unter die Jahre angemeldet haben, mitnehme und dort dann vor Ort auch Räucher, Zeremonien mache und die Menschen auch teilweise dort lasse. Also ich lasse immer etwas von der Energie, von der Asche oft an den Orten, je nachdem, welches Element der Orte das ist. Ich kategorisiere das immer sehr stark nach Feuer, Wasser, Erde, Luft, je nachdem auch für welche Zeichen der gut ist und versuche auch immer was zurückzulassen für alle. Ne? Und was an diesen Orten ja auch immer ist, denn sie sind ja erdverbundene Orte, dort stecken auch Steine, Mineralien natürlich in der Erde, gerade auch in Grotten, ne? Gestein, also da gibt es einiges an Mineralien. Du arbeitest mit den Heilsteinen, vor allem mit den Heilsteinkarten, die hast du selber entwickelt. Mhm. Gemeinsam haben wir es entwickelt, genau. Damit arbeitest du jetzt hier, aber die darf es, glaube ich, auch demnächst mal für andere Menschen geben? Genau, also der Thomas und ich, wir haben die gemeinsam entwickelt und sind jetzt dann auch froh, wenn es dann damit dann weitergeht, sage ich mal, weil da sind einfach auch die Botschaften drin, die Energien, was wir einfach auch den Steinen zuordnen und was vielen Menschen vielleicht auch aus schwierigen Situationen helfen kann, so einen Leitfaden zu finden. Und das ist so eine Erfahrung, die ihr in den Jahren auch gesammelt habt über die Steine, weil man findet natürlich. Wenn man mal im Internet guckt, ne, findet man 1000 Erklärungen. Der Amethyst, wenn man... Da kann man auf 1000 Seiten gehen und man findet
tausend verschiedene Ansatzpunkte, wofür der Amethyst so alles gut ist. Ne? Genau. Da hat jeder wahrscheinlich so seine Erfahrung gemacht. Ihr habt eure Erfahrung gemacht in der Arbeit mit Menschen, du vor allem natürlich auch auf dieser körperlichen Ebene vorher schon. Und die Erfahrung habt ihr da eingebracht. Ja, natürlich. Jeder macht auch seine eigenen Erfahrungen. Und man muss sagen, es ist halt auch sehr viel überliefert worden. Und je nachdem sind ja die Steine schon in der Antike von ganz verschiedenen Völkern. Ich meine, was hatten die Mayas mit den Ägyptern gemeinsam? Ja. Sie haben dieselben Steine eingesetzt zum Beispiel, haben denen aber auch teilweise vielleicht hier und da unterschiedliche Wirkungsweisen zugeschrieben. Muss aber sagen, wenn man mal sich wirklich damit beschäftigt und sich hineinliest, kommen die vom Ursprung schon meistens auf dieselben Themen. Ja. Ich meine, dass der Amethyst ein Stein des Kronenchakras ist, ist jedem klar. Gut, die Ägypter haben gesagt, der hilft gegen Trunkenheit und hilft gegen den Kater am nächsten Tag zum Beispiel. Mayas sind da weitergegangen und haben gesagt, das ist ein Stein der Weiterentwicklungsphase. Und wir haben halt einfach das zusammengetragen, was wir auch wiedergeben konnten, was wir vielleicht auch hier einfach für uns, auch an uns erfahren haben und versucht das hier kurz bündig für alle wirklich auch lesbar, erklärbar auf die Karten zu bringen. Ne? Ja, und damit arbeitest du hier in den Live-Beratungen natürlich auch bei Questico dann mit deinen Anrufern, Anruferinnen. Auch jetzt hier. Aber jetzt auch hier für die Tagesprognose. Genau. Also wir wollen mal schauen, wie eine Tagesprognose denn aus Heilsteinkarten entstehen kann. Bin ich sehr gespannt. Da schauen wir gerne hinein. Ich ziehe eine Hauptkarte. Wir schauen auch mal, in welche Bereiche das hineingeht. Ja. Und schauen mal jetzt hier, wo und in welcher Energie der Tag auch steht. Und dann nehme ich dich mal mit dazu. Du darfst mal die Hauptkarte ziehen. Okay. Sehr gerne. Der Chalcedon. Der blaue Chalcedon. Das ist natürlich auch das Thema der Kommunikation sehr stark. Also man muss sagen, das ist ein Tag, um unbedingt auch Themen hier mal anzusprechen. Mhm. Nicht den Mund zu halten, auch wirklich mal in die Kompromissbereitschaft zu gehen. Und auch hier, und da kommt die Karte der Kommunikation dazu. Also das ist dann natürlich auch interessant. Das vielleicht ist dann deutlich auch, ne? Neuanfänge machen, vielleicht auch Sachen, Geheimnisse jetzt auszusprechen. Alles, was man viel zu lange verschluckt hat, alles, was man viel zu lange sich nicht getraut hat anzusprechen. Und das belastet ja auch. Genau, deswegen wenn hier nicht auch. Rauskommt. Man sieht liegt den Kummer. Auf dem Herzen. Das sind Themen jetzt gerade hier, sollte man auch versuchen, Neuanfänge zu knüpfen, Lügen vielleicht auch aus dem Weg zu schaffen und jetzt mit der Wahrheit hier wirklich direkt mal hineinzuplatzen. Es ist ein Tag, um wirklich auch Reinigung hier voranzutreiben und mit allen einen Ausgleich zu schaffen. Und der blaue Chalcedon ist natürlich auch der Stein der Kommunikation und wird dem Halschakra, was man eben dann auch sieht, zugesprochen. Und da sollte man wirklich auch versuchen, vielleicht in kleinen Dosen, sagt hier so die Kater des kleinen Geldes, vielleicht nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber doch mal vielleicht den ersten Weg suchen. Ja, und so in kleinen Dosen, also das kleine Geld, vielleicht auch ein kleines bisschen Geld in die Hand nehmen und sich vielleicht einen Chalcedon mal besorgen. Also macht das Sinn, sich auch mit dem Stein nicht nur auf geistiger Ebene, sondern auf körperlicher Ebene zu verbinden, also tatsächlich einen Stein auch physisch da zu haben? Du hast ja so gearbeitet mit den Steinen auf körperlicher Ebene. Auf jeden Fall. Also das muss ich sagen. Ich meine, alles besteht, wir bestehen alle aus Energie. Materie ist nichts anderes als die sich langsam bewegende Energie, sei es von den Atomen, den Elektroden her, wenn man da wirklich mal in das Physikalische reingeht, weiß man, dass jeder Stein eine andere Wellenlänge hat und wenn es auch nur ein Stein in an und für sich ist. Es ist ein besonderes Mineral und ich bin der festen Überzeugung und deswegen hat sich natürlich auch das Ganze so lange über Äonen gehalten, die Arbeit mit den Steinen, dass jeder seine ganz spezielle Energie, seine ganz spezielle Frequenz und Wellenlänge aussendet und somit uns auch stimuliert. Also ich bin totaler Verfechter, wirklich sich auch immer einen Begleitstein hier zu halten. Natürlich wechselt der auch. Man muss auch immer schauen, in welcher Phase gebe ich mich gerade, was sind meine Themen, aber ich arbeite tagtäglich mit meinen Steinen und bin auch froh, dass ich die habe. Ja, also wir sind ja in Interaktion mit der Natur permanent und die Natur kann uns so viel geben. Die Naturvölker, die auch noch existieren, die wissen es, die tun das auch immer noch. Wir haben das ein Stückel nicht verlernt, aber wir haben es irgendwie zugeschüttet. Ne? Also für uns ist die Kommunikation findet irgendwie auf anderen Wegen natürlich untereinander statt, aber eben auch wir lassen uns viel berieseln mit allem Möglichen. Und diese Verbindung tatsächlich zur Natur, eben auch zu den Steinen, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Aber das wissen wir auch wirklich aus der Forschung, aus Studien, also gerade auch mit Bäumen, also Nadelbäume, die Terpene aussenden, also Moleküle, die unser Immunsystem enorm unterstützen. Und genauso ist es mit den Steinen. Du sagst es, jeder Stein hat eine andere
andere Wellenlänge. Und wenn wir dafür offen sind, für diese Kommunikation auch mit den Steinen, dann kann das einiges in uns bewirken. Ne? Viele Dinge lösen und eben möglicherweise eben aus dem Halschakra eine Blockade lösen. Und wir können dann endlich frei sprechen, sind bereit, etwas auszusprechen. Und es fällt uns vor allem auch leichter, einfach in den Zusammenhang. Ich meine, man sollte dann auch schauen, diesen Stein würde ich zum Beispiel dann sehr stark natürlich auch in der Nähe der Halsregion tragen. Ja. Den würde ich jetzt nicht auf Herzebene tragen, ist bestimmt nicht verkehrt. Aber es gibt auch schon bestimmte, sage ich mal, Meridianpunkte oder auch Chakrenpunkte, wo ich den Stein dann anzuwenden habe. Ja. Ne? Und wenn ich ihn nicht permanent bei mir tragen möchte, also wenn ich den jetzt vielleicht nicht als Halskette so kurz tragen möchte, man kann ja auch ganz bewusst mit so einem Stein dann arbeiten und sich einfach vielleicht mal hinlegen und vielleicht so in eine kleine Meditation für sich gehen und diesen Stein wirklich aufs Halschakra legen und dann einfach mit sich einfach in die Kommunikation gehen und mal schauen, okay, was kommt denn da hoch? Also was möchte da jetzt endlich raus? Und das dann auch auszusprechen. Natürlich. Also heute gehen wir in die Kommunikation. Auf Danke für deine Worte, die du für uns gefunden hast. Und viel Erfolg natürlich weiterhin mit den Steinen, mit der Arbeit. Und ich freue mich auf den nächsten Besuch. Vielen Dank. Danke dir, mein Lieber. Und wir machen jetzt weiter, ihr Lieben, noch einmal erst einmal mit dem Hinweis, dass, ich weiß nicht, bist du auch freigeschaltet eigentlich unter der 0900 508 5000? Ja, immer wieder und auch zu erreichen. Genau. Ach, großartig, siehste. Ich bin da auch ab und an mal freigeschaltet, also wir beide sind ab und an zu erreichen und natürlich viele, viele andere Berater unseres Partners Questico. Einfach anrufen, 1,99 kostet die Minute aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz, das kann dann immer ein kleines bisschen teurer sein. Und 24 Stunden rund um die Uhr ist diese Nummer geschaltet. 100% anonym. Ihr müsst euch nicht anmelden, sondern einfach anrufen. Und ihr werdet direkt mit einem Berater verbunden. Und ich freue mich, dass wir ein paar Berater auch im Bewegtbild vorstellen können. Thorsten Gabriel und Elisabeth Tachtler. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Ich habe dann. Gucke mal, jetzt, da ist sie, die Marlies Maria Bremer. Ich freue mich sehr. Schön, dass du hier ins Studio getanzt bist. Du hast dich noch ein kleines bisschen aufgewärmt und jetzt sind wir soweit. Wir dürfen in die stressfreie Arbeit gehen. Du wirst genannt die, die mit dem Stress tanzt. Du bist auch unter anderem Tänzerin. Ich habe es am Anfang der Sendung erwähnt. Tanzen wir den Stress tatsächlich weg? Also tanzt du für dich den Stress weg? Ja, also wie du es schon sagtest, ich komme vom Tanz und ich habe festgestellt, da gibt es durchaus eine Verbindung. Stress ist etwas, was im Kopf entsteht, dieses Gefühl, überfordert zu sein, dieses Gefühl, ich habe die Dinge nicht mehr unter Kontrolle. Und die Möglichkeit, den Stress zu reduzieren, geht hervorragend über den Körper. Ja. Und da ist die Verbindung mit dem Stress-Tanzen. Und über ganz einfache Techniken mit dem Körper können wir uns von dem Stress befreien, was viel, viel einfacher ist, als die Lösung über den Kopf zu suchen. Ja. Denn, also, auch wenn es im Kopf entsteht, der Stress, das sagst du ja, aber das, was da im Kopf passiert, hat ja Auswirkungen natürlich auf unseren Körper. Und dann ist der Stress, der ist für uns ja fühlbar, der ist spürbar. Der findet dann nicht mehr nur im Kopf statt, sondern der macht etwas mit unserem Körper. Und da, wo er sich zeigt, der Stress im Körper, da können wir ihn dann auch wieder lösen. Und das kann man unter anderem über Tanz. Ist das tatsächlich etwas, was du in der Arbeit mit Menschen dann auch so weitergibst, dass du sagst, du hast ja ein Buch geschrieben? Wo du mehrere Möglichkeiten, wie man mit Stress umgehen kann, dann auch beschreibst, ist Tanz tatsächlich eine Möglichkeit, weil nicht jeder sich vielleicht so traut, da irgendwie was rauszutanzen. Also ich glaube, es ist schon mal gar nicht unsere deutsche Mentalität. Ja. Also man sieht es bei den Brasilianern tagsüber Stress, abends treffen die sich in einer entspannter Runde und dann bewegen die sich. Ja. Die tanzen, sind entspannt, die zugucken, sind entspannt. Dann gibt es diesen Flamenco, diese kraftvollen Bewegungen mit den Füßen. Und was machen die? Die ganze Frustration. Ja. Das ist der Hintergrund, wo der Flamenco herkam.
also abzuleiten und dem Ausdruck zu verleihen. Dann sehen wir eben die Orientalen mit diesen kleinen vibrierenden Bewegungen. Das ist ja so, was wir von der Natur aus kennen, den Stress, die Stresshormone abzuzittern. Genau. Aber ganz also ehrlich, wenn man das mal sieht in Dokumentation, wenn ein Raubtier eine Gazelle oder sowas gejagt hat und sie hat es überlebt, also sie hat es geschafft zu entkommen, dann hat man in Dokumentation, sieht man immer wieder, wie das Tier dann aber erst einmal dasteht und dann erst mal zittert für ein paar Minuten. Genau. Und dann wird dieser Stress eben rausgezittert. Genau, und so gibt es heute tatsächlich sogar Therapien, die das anwenden. Aber ich kann natürlich als Frau auch genauso gut in den Bauchtanzkurs gehen, orientalischer Tanz. Und da habe ich ja diese vibrierenden Bewegungen und dann entspannt sich das. Aber wir Deutschen, wie sind wir denn, wenn wir tanzen? Sind wir eher so im Block? Also wir ahnen ja gar nicht, dass Körperteile sich getrennt voneinander bewegen können. Und damit wollen wir auch gar nichts zu tun haben. Und deshalb, so wie ich es auch gerne empfehlen möchte, tanz deinen Stress weg, kriege ich wahrscheinlich niemand dazu, sich auf der Straße hinzustellen oder in dem Moment, in dem er Stress bei der Arbeit hat, und loszutanzen. Aber es gibt natürlich so ganz kleine, feine Tricks über den Körper. Auch Tricks, und das entspricht jetzt nun wieder unserer deutschen Mentalität, die man gar nicht sieht oder was auch Männer gern benutzen. Also dass man so nebenbei durch eine ganz einfache Atemübung sich regulieren und entspannen kann, sofort tatsächlich in diesen entspannten Zustand kommt, wo der Parasympathikus sich anknipst, ohne dass das jemand sieht. Und das ist das, was ich hier empfehlen würde, was also mir auch abgenommen wird und was auch alltagstauglich ist. Weil darum geht es ja, also dass ich schnell reagieren kann auf Stress und dass ich nicht erst ein technisches Gerät brauche oder mich in die Yoga-Position stellen muss stundenlang, sondern dass es sofort geht. Und das ist mein Wunsch und das ist auch, was ich im Buch erkläre, wie geht das sofort, also sofort stressfrei. Und Atmen ist ja wirklich das Einfachste, was wir haben. Das ist ein Mittel, das uns einfach gegeben ist. Wir atmen 24 Stunden am Tag, meist natürlich unbewusst. Aber wenn wir das bewusst machen, dann kann das natürlich einen ganz, ganz anderen Effekt noch einmal haben. Die Frage ist immer, weil es gibt so viele Atemtechniken, also weil du auch Yoga angesprochen hast, natürlich ist das ein ganz wesentliches Element des Yoga, diese Atemtechniken. Ja. Da wird durch die Nase geatmet, eben aber auch schon dort die unterschiedlichsten Atemtechniken. Welche Atemtechnik ist denn wirklich gut dafür, um Stress zu entlassen? Ist es jede Atemtechnik völlig egal, wie viele Züge ich einatme und wie viele ich ausatme? Oder braucht man da schon eine ganz, ganz gewisse Anzahl? Ja, das ist was Interessantes, was du sagst. Das Großartige an diesem Atem ist ja, dass wir automatisch beatmet werden, sage ich mal, dass es automatisch funktioniert, Gott sei es gedankt, aber auch, dass wir Einfluss darauf nehmen können. Normal, wenn wir atmen, haben wir eine Atemfrequenz von 16 bis 20 Atemzüge, die wir so in der Minute im Durchlauf haben. Wenn wir jetzt gestresst sind, atmen wir viel schneller, viel flacher oder wir Frauen, vor allem wir Frauen, neigen dazu, dann auch vielleicht mal gar nicht mehr zu atmen. Und jede Atemtechnik... Die Luft anzuhalten. Ja, obwohl da gibt es ja jetzt so Uhren, die einen darauf hinweisen, dass man die Basisfunktion Atmen jetzt wieder aktivieren könnte. Es ist ja verrückt, in was für Zeiten wir leben, aber manch einem hilft das vielleicht. Und den Fokus auf den Atem zu richten, da funktionieren viele Atemübungen. Ich mag zum Beispiel die sehr gerne, wo man auf 4 Zielzeiten durch die Nase einatmet und durch den Mund doppelt so lang vielleicht auf 8 Zielzeiten wieder ausatmet. Das kann man also ganz unauffällig machen. Einatmen bis 4 Zielen, ausatmen auf 18. Und dann haben wir nur noch eine Frequenz von 5 bis 6 Atemzügen in der Minute. Und dann gibt es so einen Schalter in uns, der automatisch umschaltet auf Parasympathikus, unseren Entspannungsnerv. Und wie toll ist das dann? Also wir selbst können uns in einen Zustand atmen, ganz unauffällig und eben super toll nebenbei, der uns das Gefühl gibt, ach guck mal, jetzt liegt sie wahrscheinlich in der Hängematte zwischen Ballen mit Blick aufs Wasser. Denn so entspannt atmen wir ja nur, wenn wir in so einem entspannten Zustand sind. Zwingen wir den Körper jetzt sanft, aber bestimmt durch die Atmung in diesen Zustand, als wäre er so entspannt, dann gibt es ja diese Wechselwirkung zwischen innen und außen, also zwischen Körper und Geist. Ein Spruch besagt ja, es gibt keine intimere Beziehung als die zwischen Körper und Geist. Machen wir uns das zunutze, so funktionieren alle Entspannungsübungen, bringe ich den Körper in einen langsam entspannten Zustand, zack, klackt das hier oben auch um und ich bin plötzlich auch hier oben automatisch entspannt. Ja, also Entspannung und Regeneration, ne, weil das ist so dieses, diese Frequenz, die uns so an das Einschlafen dann auch im Prinzip erinnert. Und der Schlaf dient ja eben auch der Regeneration des Körpers. Nicht nur des Körpers, auch des Geistes, der Seele, aber eben auch des Körpers. Und das erinnert uns dann daran. Das können wir ganz bewusst eben herstellen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wenn ich 4 Züge einatme
und 8 ausatme, also viel mehr ausatme als einatme, dann habe ich doch irgendwann keine Luft mehr. Dann muss ich ja japsen irgendwann. Nee, das ist ja genau das Geheimnis. Also wir haben ja diese Polarität, Yin und Yang, das kennen wir, männlich, weiblich. Und dieses Einatmen ist ja was Aktives und das Ausatmen ist eben was Passives. Und der Fokus wird jetzt einfach übertrieben stark auf das Ausatmen gelegt, auf dieses Passive. Und das sorgt dafür, wovon wir mehr haben. Das wird also unsere Realität. Genau. So sieht's aus. Ja, und was wir mit diesem Atmen noch alles erreichen können, denn wir werden nachher auch noch über Burnout und Depression sprechen. Mhm. Und nur schon mal als kleiner Vorgucker, also auch da gibt es Studien dazu. In Kliniken gibt es tatsächlich Atemübungen oder diese Atemtherapien, um sich aus dem Burnout, um sich aus der Depression herauszuatmen. Also das ist alles wissenschaftlich begleitet, von Kliniken begleitet. Und darüber werden wir dann auch noch gleich sprechen. Natürlich über noch sehr viel mehr, was man gegen den Stress so alles tun kann. Jetzt sind wir verbunden mit Gisela Rösch in Spanien. Und Gisela hat es sich auch schön gemacht. Guck mal, da sieht man den. Ich habe ja hier auch Weihnachtsbaum. Gisela, guck mal, ja, den zeigen wir gleich ein bisschen. Ja, den zeigen wir gleich so ein bisschen. Aber genau. Ja, ich wollte nur mal gucken, wie Gisela aussieht. Die Regie sagt mir, ich soll mal in die Kamera gucken, aber ich wollte sehen, wie Gisela mit ihrem Weihnachtsbaum aussieht. Ja, so, liebe Gisela, du hast dich weihnachtlich vorbereitet. Jetzt ist natürlich immer Weihnachten in wärmeren Ländern. Habe ich auch schon mal verbracht. Kommt das Weihnachtsfeeling da dann überhaupt so richtig auf? Ja, was denkst du denn? Ich feiere ja auch Karneval in Rio, wenn es sein muss, oder? Sorry? Hörst du mich? Ich habe gesagt, natürlich. Was denkst du denn? Ich feiere ja auch Karneval in Rio. Ja, das ist ja nur auch ein stehender Begriff. Also Karneval kann man in Rio feiern. Wir haben ja gerade mit Marlies auch über das Tanzen gesprochen. Ja, hör mal, da wollte ich sowieso was zu der Dame noch sagen, zu deinem tollen Gast. Ich habe mal mit meinem Mann im Baumarkt getanzt, einfach so, da läuft doch den ganzen Tag so SWR4-Musik und so, gell? Und da hat mein Mann dann gesagt, darf ich bitten? Und dann haben wir losgetanzt zwischen den Gängen und Regalen. Total cool. Einfach mal ein bisschen verrückt sein, sage ich immer. Ist auch schon lange her. Aber zu deinem Weihnachtsfeeling. Mein Weihnachtsbaum steht, er ist da. Meine Tannenbäume, ich bin ein totaler Weihnachtsfreak, Jens. Ehrlich, ich habe schon Kekse gebacken. Ich war gestern mit Cornelia, wir waren in der Stadt, hier in Kalpe steht ein ganz großer Tannenbaum mit so riesengroßen Leuchtkugeln. Ja, und das ist einfach, dieses Feeling ist da. Ich glaube, das hat einfach nichts mit Temperaturen zu tun. Ich brauche keinen Schnee, um Weihnachten zu feiern. Bei mir ist alles auf Weihnachten eingerichtet. Mein Tisch, hier steht ein tolles Rentier mit Nikolaus und einer Laterne. Also ich fühle mich wohl. Also du bist tatsächlich von oben bis unten weihnachtsgebrandet, wirklich sensationell. Mhm. Aber es hat natürlich auch noch einen tieferen Sinn. Also wenn du sagst, du bist in diesem Weihnachtsgefühl und das ist vielleicht etwas, was uns allen auch gut tut, wenn wir in dieses Weihnachtsgefühl kommen. Denn was ist Weihnachtsgefühl für dich? Das ist ja nicht einfach nur, ich dekoriere mal ein bisschen. Das macht ja alles etwas mit dir. Was spürst du da tatsächlich? Was macht das Weihnachtsgefühl für dich aus? Erstens habe ich dieses gute Bauchgefühl als Kind. Weißt du, wenn du da irgendwo stehst mit leuchtenden Augen. Ich glaube, unsere 5 Sinne einfach wieder, die Augen, die Ohren, Musik, dieses Anfassen, Teigkneten, ich habe Kekse gebacken, alles, gell, und dann auch diese Düfte. Das ist zum Beispiel für mich Entspannung pur. Für mich hat Weihnachten ganz wenig jetzt mit großen Geschenken zu tun. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin da sogar ein kleiner Muffel, ganz ehrlich. Also das ist für mich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste dieses Jahr ist, ich verbringe sie ja mit Cornelia, dann mit Astro TV, mit unseren Zuschauern. Das war mein ausdrücklicher Wunsch. Ja, weil ich finde es einfach toll. Und es gibt einfach ein tolles Bauchgefühl. Also für mich einfach Entspannung pur. Entspannung pur. Also du brauchst dann gar keine noch extra Atemübung dafür, weil wir atmen ja mit Marlies gleich in der Sendung auch nochmal den Stress einfach raus. Ist das für dich dann auch schon Stressbewältigung? Also wenn du dann den Teig knetest und wenn du diese Gerüche, diese Düfte alle in dir spürst oder wahrnimmst? Ja, absolut. Und ich habe ja jetzt auch eine stressige Zeit hinter mir durch die schwere Kiefer-OP, deshalb auch mein Lispeln noch einfach, weil es noch nicht so funktioniert, wie ich gerne hätte. Und ich habe dann wirklich 2 Tage später nach dieser großen OP, habe ich Plätzchen gebacken. Und dann hast du richtig gemerkt, wie dieser ganze Stress abfällt. Weißt du, so
alles gut. Den Teig konnte ich dann ein bisschen naschen, weil er ja weich war oder so. Und dann habe ich für mich gedacht, die Welt ist in Ordnung. Und ich glaube einfach, Jens, gerade in der Zeit, wo wir drinstecken, auch astrologisch, laufen wir ja jetzt die nächsten 4 Wochen in eine komische Zeit. Und das sieht man im Fernsehen. Menschen stehen auf. Ja, laufen wir wirklich schon in eine stressige Zeit rein. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es einfach, dass man, wenn man drin ist, bei sich zu Hause, dieses Ganze für sich wieder einlädt und sagt, hier darf Ruhe und Frieden herrschen, egal mit wem, und wenn es nur mit mir selber ist. Ja. Ja? Ich habe ja manchmal auch Stress mit mir. Ja, und dann ist eben die Frage, jetzt ist natürlich nicht das ganze Jahr Weihnachten, wir sollten das genießen. Nee. Können wir uns ein Beispiel nehmen, so wie du das eben auch lebst, dieses Weihnachten und was das mit dir macht. Ja. Aber wenn wir jetzt mal nicht Weihnachten haben, was sind denn so deine Möglichkeiten, deine Methoden, um aus Stress rauszukommen? Also erstens mal ist es wirklich so, ich gehe schwimmen. Ich gehe ja raus ans Meer praktisch, gell? Wir sind jetzt zwar drin, aber ich gehe wirklich ans Wasser. Ich gehe mit Cornelia runter an den Strand. Wir krempeln unsere Füße hoch und laufen durchs Wasser, auch wenn es im ersten Moment kalt ist. Aber das macht gar nichts. Das ist für mich so, kennst du das Gefühl, da fällt wie so ein Rucksack ab, egal wie auch immer. Ja. Das macht dann plupp und das ist gut. Und ich kenne das ja, so wie eben angesprochen, Panikattacken. Ich habe ja dieses Buch auch geschrieben, Panikattacken, der Nebel in meinem Kopf. Genau, ich weiß, wie wichtig es ist, richtig zu atmen, dass der Körper runterfährt, dass Körper, Geist, Seele sich wieder miteinander verbinden. Und ich baue wirklich Stress ab im Wasser. Ja. Das ist so. Wasser, Musik, gutes Essen und Lachen, auch wenn es mit zum Heulen zumutet. Ja, ist. Ehrlich. Aber das ist gut zu wissen, eben wirklich sich mit sich selbst zu verbinden und zu wissen, was tut mir gut und womit kann ich eben Stress loslassen. Und da hat jeder dann eben so seine Methoden, jeder findet so seins. Wasser, ein ganz wichtiges Element dabei. Die Hawaiianer haben so ein Ritual am Abend, einfach eben auch noch mal ins Meer zu gehen und im Prinzip diesen Stress des Tages, all das, was da auf einen so eingeströmt ist, auch was einen vielleicht in den weiteren Körpern vielleicht noch so beschwert, was da so drin hängt, das alles abzuspülen und gereinigt in die Nacht, in den Abend oder in den Schlaf zu gehen. Richtig. Und man glaubt gar nicht, wie wichtig das ist. Das hier ist die größte Autobahn, die es gibt auf der Erde. Unsere Haut, unsere Tapete hier. Ja? Absolut. Abends sich auch mal, viele Menschen haben vielleicht auch keine Badewanne, Jens, aber eine Plastikwanne, warmes Wasser rein, eine Handvoll ganz normales Tafelsalz reinwerfen und die Füße einfach reinstellen. Das nennt man energetisches Abladen. Das ist, damit die Autobahn hier einfach mal wieder abladen darf. Und man merkt es definitiv. Ja. Definitiv. Und wer? Ja. Und das ist wichtig. Und das Schöne ist, du bist ja als Beraterin unseres Partners Questico eben auch für viele Menschen da und kannst ihnen helfen, nicht nur ihren Stress loszulassen, sondern prinzipiell auch Themen loszulassen und dabei zu unterstützen, eben die Wege zu finden, um ein erfüllteres Leben zu führen. Und das Schöne ist, wir haben ja wie immer eine Verlosung bei Leichter Leben und du stellst heute eine 30-Minuten-Beratung mit dir zur Verfügung. Also es gibt einen Gutschein für eine 30-Minuten-Beratung. Ja. Genau, 30 Minuten, eine absolute, das ist eine Privatsitzung, das darf man wirklich schon so sagen. Ja, absolut. Da werden nur wir zwei uns in aller Ruhe über das Kartenbild unterhalten und da freue ich mich sehr drauf. Sehr. Ja, wir freuen uns. Das ist ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ja, wir freuen uns über dieses Weihnachtsgeschenk und geben das natürlich weiter. Dafür dürft ihr aber auch eine Frage beantworten, ihr Lieben. Und die lautet, was verlosen wir heute? A, 30 Minuten Beratung mit Gisela oder B, ein Jahresabo vom Zukunftsblick. Das wäre übrigens auch nochmal eine schöne Geschenkidee. Das können wir auch noch machen. Ruft an unter der 01379888104 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901050190. 50 Cent kostet der Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wisst ihr, kann das immer etwas teurer sein. Bis 11 Uhr sind die Leitungen für euch geschaltet und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi. Gisela ist gleich noch einmal bei uns. Jetzt dürfen wir aber Marlies wieder ins Spiel bringen und von dir natürlich. Ach, Werbung haben wir auch noch. Menschenskinder, ne, dann machen wir Werbung. Von Timo Wagenbach, von Thorsten Gabriel und von Stefanie Gralewski haben wir was Schönes. Das schauen wir uns an. Wagen Sie einen Blick in Ihre ganz persönliche Zukunft mit dem Jahreshoroskop 2022. Erstellt durch TV- und Medienastrologe Timo Wagenbach. Welche Glücksaspekte stehen bei Ihnen an? Wie schaut es in der Liebe aus und wie im Beruf?
Dies und viel mehr erfahren Sie mit Ihrem ganz persönlichen Jahreshoroskop 2022, welches exklusiv auf Grundlage Ihrer Geburtsdaten für Sie erstellt wird. Bestellen Sie jetzt Ihr schriftliches Jahreshoroskop für 99 Euro unter 0800 400 8686 oder unter www.astrologie-wagenbach.de. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% Rabatt. Das Mystica Lenormand Set. Unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel weiß genau, was du zum schamanischen Kartenlegen brauchst. Positive Formulierungen, genaue Zeitangaben und Vitalitätsinspirationen. All das steht bereits auf den Karten. Zusätzlich gibt es noch eine Unterlage, die es dir ermöglicht, wie bei AstroTV im Fernsehen zu arbeiten. Hol dir jetzt dieses zauberhafte Kartendeck nach Hause unter der kostenfreien Bestellnummer 0800 0900 230. Der Hexenkalender für 2022 ist da. Das liebevoll gestaltete Buch erscheint bereits im 8. Jahr und ist ein umfassender Ratgeber für eine spirituelle Lebensweise über alle Religionen und Kulturen hinweg und enthält mehr als 350 praktische Anleitungen und Rituale zu den Themen Liebe, Lebensfreude, Glück und Finanzen. Starten Sie zusammen mit Stefanie Gralewskis Hexenkalender in ein großartiges neues Jahr voller Freude und Leichtigkeit. Weitere Kalenderpakete und Ritualsets finden Sie online unter www.stefaniegralewski.de oder am Telefon unter 030 9561 9248. Marlies Maria Bremer ist bei uns. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Die Verführung aus dem Bauch. 1100 Geheimnisse für ein stressfreies Leben. Dass wir über unseren Atem schon mal für Stressreduktion sorgen können, den Stress rauslassen können, haben wir gesehen. Gisela hatte empfohlen, für sich mal ins Wasser zu gehen, quasi, also den Stress ins Wasser zu entlassen. Mhm. Ist das für dich auch eine Möglichkeit? Also ich denke, alles, was wir über den Körper machen und alles, was uns gut tut, ist eine Möglichkeit, den Stress loszulassen. Hauptsache, wir kommen aus diesem Drama raus, was wir uns da im Kopf gerade produziert haben. Weil das zündet ja immer wieder an und wieder an. Und das sind unsere Gedanken. Und wenn wir das durchschauen, dass jeder Gedanke einen Einfluss auf unseren Körper hat, also Gedanken löst eine biochemische Reaktion im Körper aus. Das empfinden wir als Gefühl. Und wenn wir dann in diesem Gefühl sind, uns nicht gut fühlen, aha, dann kommt wieder der Gedanke. Und so ist es ja so ein Endloskreislauf. Genau. Richten wir die Aufmerksamkeit auf unseren Körper, egal ob über kaltes Wasser, warmes Wasser und eine Körperübung, Atemtechnik, kommen wir halt eben genau aus diesem Kreislauf wieder raus. Ja, und genauso könnten wir uns eben auch positiv informieren. Ne? Also Situationen anders annehmen und sagen, okay, auch aus dieser Situation komme ich wieder raus und, ey, und ich bin so ein toller Mensch, ich schaffe das alles. Guck mal, was ich schon alles geschafft habe. Also positiv mit sich selbst zu sprechen, das macht eben auch etwas. Auch das löst genau so diese chemischen Prozesse in dir aus. Und, aber eben dann hast du eine andere Körperchemie, ne? Absolut. Eine, die dich nährt. Absolut. Wir kennen das ja aus dem Kino. Wir gehen ins Kino rein und dann sitzen wir im Kino und da wird uns ein Film angeboten. Das sind ja auch nichts anderes als Gedanken in bewegte Bilder umgesetzt. Und dann sitze ich plötzlich da und dann bin ich so in diese Geschichte involviert, dass ich emotional so stark darauf reagiere, dass man es dann sogar am Körper sieht und ich dann im Kino sogar weinen muss. Wie peinlich ist das dann? Gehe ich raus aus dem Kinosaal, bin ich wieder ganz in meiner Mitte und in meinem Leben bei mir, gehe ich rein, braucht es vielleicht wieder nur 10 Minuten und dann lasse ich mich auf diese Bilder ein und das löst eine Reaktion im Körper aus. Und genau, dann ist eben die Frage, welchen Film bin ich bereit, mir anzuschauen? Ja. Brauche ich eben ein Drama? Produziere ich das Drama selbst oder greife ich da ein und sage, okay, ich will ein anderes Programm für mich haben, ich will einen anderen Film haben, dann habe ich eine andere Biochemie. Und diesen Zusammenhang einmal begriffen zu haben, dann kann ich mich da selbst immer rausholen. Fühle ich mich nicht gut? Weiß ich doch, ich habe vorher irgendwas gedacht, was schlecht war. Also wie kann ich etwas Gutes denken? Ist dann auch wieder mit ganz schön Anstrengung verbunden. Aber zum Beispiel diese einfache Dankbarkeitsübung, ich habe sie auch im Buch beschrieben, mich dann zu erinnern, ich fühle mich nicht gut, dann suche ich mir noch 2, 3, 4, 5, 6 Sachen raus, wofür ich gerade dankbar sein kann. Denn Dankbarkeit passt nicht mit Frustration überein. Das geht beides in einem Moment nicht gleichzeitig. Also Dankbarkeit, immer ein positiver Gedanke, immer gleich eine positive Biochemie. So einfach geht das Spiel, wenn man es einmal begriffen hat. Ja, so einfach kann es gehen, wenn man es begriffen hat. Jetzt sprechen wir viel über den Kopf, also das natürlich, das Gedankenkino, was da abläuft, eben die Filme, die da ablaufen.
unsere Körperchemie bestimmen. Jetzt hast du aber das Buch geschrieben, nicht die Verführung aus dem Kopf, 1001 Geheimnisse für ein stressfreies Leben, sondern die Verführung aus dem Bauch. Was hat denn das Bauchgefühl, der Bauch, damit zu tun? Ja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Einmal Bauch. Bauch ist Intuition. Und wir sind so gefangen in dieser Welt, in dieser männlich strukturierten Welt, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist das, was zählt. Und wir vergessen ganz und gar diese Weisheit aus unserem Bauch, aus unserer Mitte, Intuition. Und da hat halt die Wissenschaft auch mittlerweile festgestellt, da gibt es Strukturen, die dem Gehirn sehr, sehr ähnlich sind. Und dass wir uns durchaus darauf verlassen können. Und wie oft haben wir alle schon mal das Gefühl gehabt, ach, hätte ich bloß, ich hab's doch gewusst. Und das dass wir das auch ernst nehmen, dieses Wissen aus der Mitte. Das ist also ein Grund, warum ich das Buch so genannt habe. Natürlich dann auch der Bauch. Hier ist der Sitz der Gefühle. Ein Gefühl ist die Sprache der Seele. Wenn wir mit unseren Gefühlen in Kontakt sind, sind wir mit uns in Kontakt. Das heißt, wir wissen, was bei uns läuft. Und das ist natürlich super gut für die Gesundheit. Und es ist ein Burnout-Schutz, so verrückt das auch klingt. Mit uns in Kontakt sein, mit diesen Gefühlen in Kontakt sein. Und zum Schluss natürlich, ich als Tänzerin für orientalischen Tanz, Bauchtanz, ist natürlich das die Verführung aus dem Bauch. Also der beste Ort, wo Frauen ihren Raum für Weiblichkeit leben können. Ein Tanz, der Frau einfach nur entspricht, der für die Gesundheit gut ist, Koordination, Kondition. Durch diese vibrierenden Bewegungen wird Stress abgebaut, haben wir gesagt. Genau. Die Organe werden gelockert, Blockaden werden gelöst. Massiert. Das ist alles so spielerisch. Die Frauen haben eine gute Haltung. Man kommt nicht nur außen in die Haltung, natürlich dann auch innen in eine andere Haltung. Das ist ein unglaublich gutes Programm, sein Selbstbewusstsein einen Anschub zu geben. Und es ist so ein großartiges Konzept für Frau. Also ich bin jedes Mal wieder begeistert und vor allem, dass sie auch niemand auslädt. Egal welches Alter man hat, egal welche Figur man hat, egal welche Religion, alle sind herzlich willkommen und keiner guckt und sagt, naja, in deinem Alter, was willst du denn noch hier? Ganz im Gegenteil. Also da sind die Bewegungen nur dafür da, um sich lange jung und beweglich zu halten und sich auch eben in dieser Weiblichkeit, in seinem Körper wohlzufühlen und den zu genießen und den zu erfahren. Stressabbau. Und darüber sprechen wir gleich auch noch ein kleines bisschen mehr, nämlich auch noch mal ein bisschen stärker auf Burnout und Depression, was wir da machen können. Denn du hast einen Dreisatz der Selbstfürsorge uns mitgebracht. Den wollen wir uns natürlich angucken. In Mathe war ich nie besonders gut, aber den Dreisatz, den werden wir möglicherweise gut lösen können. Wir schauen uns jetzt erst einmal auch etwas Schönes an. Wir haben mit Daniel vorhin bei der Tagesprognose schon über Heilsteine gesprochen. Und über Heilsteine spricht auch Gabriele Iasetta jedes Mal bei uns in der Sendung. Und heute hat sie sich den Zitrin genommen. Und dann sehen wir von Timo Wagenbach noch etwas zu seinem Persönlichkeitshoroskop. Der Zitrin, wegen seiner gelblichen Farbe, der ein bisschen aussieht wie ein Bergkristall, der mit Goldfäden durchzogen ist, nennt man ihn auch Licht- oder Sonnenstein. Er ist besonders gut für unsere Körpermitte, denn er stärkt den Magenmeridian, der ja so zwischen 7 und 9 Uhr in der Früh zu arbeiten beginnt. Das heißt, für alle Menschen, die sich schwer mit dem Aufstehen tun, die sollten wirklich einen Zitrin tragen, damit fällt das Aufstehen der Morgen, dass man schon vital durchstartet, ein bisschen leichter. Außerdem ist eben dieser Stein der Zitrin sehr gut für unser Sonnengeflecht. Also alles, was mit Energie zu tun hat, stärkt er, dass wir frischer, munterer werden. Er ist auch der Stein, der die inneren Talente zum Vorschein bringt, dass wir praktisch nicht mehr übersehen werden, sondern dass jeder das Gegenüber von uns erkennt, was alles in uns Gutes, Tolles in uns steckt. Der Zitrin steigert unser positives Gedankengut, er hilft uns dabei, dass wir entscheidungsfreudiger werden und er unterstützt uns dabei, die Karriereleiter nach oben zu gehen, denn er gibt uns den Antrieb, er stärkt unseren Mut auch, dass wir zeigen können, was alles in uns steckt und in jedem von uns steckt so viel Positives und dass das der andere, das Gegenüber erkennt, dabei unterstützt uns eben der Zitrin auf seine ganz besondere lichtwesenmäßige Art und Weise.
Körperlich sagt man den Zitrin nach, dass er Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse unterstützt. Und wenn kleine Kinder Bauchweh haben, dann sollte man ihnen einen Zitrin ins Bettchen legen. Er hat also sehr eine gute Wirkung, dass wir uns körperlich wieder wohlfühlen. Und für alle, die im Winter oder auch im Sommer unter kalten Händen oder kalten Füßen leiden, er wirkt besonders durchblutungsfördernd und erwärmt uns. Also er strahlt nicht nur wie die Sonne, sondern er gibt uns auch die Energie, die positive, wärmende Energie unserer Sonne. Heilsteine sind ein Geschenk der Natur und der Zitrin unterstützt uns dabei, morgens leichter aus dem Bett zu kommen. Viel Spaß damit. Bussi, Baba. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Timo Wangbach, ich bin Medienastrologe und habe Ihnen was ganz Besonderes heute mitgebracht, und zwar das Persönlichkeitshoroskop. Hier steht im Grunde schriftlich alles drin, was Ihr Geburtshoroskop hergibt. Wie sieht's mit den Finanzen aus? Wie mit der Liebe? Was für einen Partner brauche ich? Und für die Schulabgänger unter Ihnen, was für einen Job sollte ich denn überhaupt machen? Wo sind meine Talente? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Das alles bekommen Sie jetzt hier in schriftlicher Form, und exklusiv dazu gibt es mein persönliches Radix, und zwar auf Grundlage Ihrer Geburtsdaten. Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort brauche ich von Ihnen natürlich auch, wenn Sie dieses bestellen. Dann bekommen Sie Ihr persönliches Radix auch noch obendrauf mit den sensitiven Punkten und den Asteroiden. Das sind Feinheiten im Horoskop, mit der nicht jeder Astrologe arbeitet. Hier als Beispiel mit meinen Daten das ganze Persönlichkeitshoroskop von mir für Sie erstellt, ist jetzt quasi buchbar unter der 0800 400 8686. Wie gesagt, wir brauchen Geburtsdatum, Zeit und Ort. Und dann flattert dieses schöne Horoskop bald zu Ihnen nach Hause. Marlies Maria Bremer ist bei uns. Wir haben gerade über den entspannten Duktus gesprochen, den auch Gabriele hat aus Österreich. Haben wir schon gesagt, die Österreicher, so ein grundentspanntes Volk, hat man das Gefühl. Die haben ja auch ihre Kultur, ihre Cafés und zelebrieren das auch. Das ist ja Entspannung, wenn man das mit in den Tagesalltag mit einbauen kann regelmäßig. Und wir haben ja mit Gisela darüber gesprochen, was sie so für Methoden hat, um in die Entspannung zu kommen. Und Gisela ist uns jetzt auch wieder zugeschaltet aus Spanien. Und man sieht schon, also du hast gerade noch einen Entspannungsfaktor gerade gestreichelt, nämlich einen deiner beiden Hunde. Gehört auch dazu. Ja, das ist Filou. Ja, aber der ist so tiefenentspannt, gell? Ja. So, nur nicht aufregen, alles mit Dusmo, alles langsam. Und er geht ja jetzt auch schon ins betagte Alter. Ich habe ihn jetzt über 10 Jahre schon als Windhund, gell? Und ich feiere ja demnächst auch meinen 60. Also das geht schon alles so ratzfatz geht es miteinander. Aber alles gut. Deshalb habe ich eben so gelacht, gell, wo wir über die Schminke geredet haben. Ich habe gesagt, wenn ich morgens manchmal aufstehe, da sehe ich auch so aus. Jetzt ist es neu. Aber alles in Ordnung, alles gut. Eben, also auch dabei bist du entspannt. Also dir geht es nicht darum, irgendwie was vorzutäuschen, was nicht ist. Also du bist Gisela und du bist einfach, wie du bist in jedem Moment. Ja, und das ist egal wie. Egal wie ich morgens aufstehe, ich sage immer, ha, schön, dass du da bist, und wie du aussiehst, ist auch egal. Und da verbringe man einen Tag miteinander. Aber das hat schon lange gedauert, Jens. Das war bei mir nicht immer so. Ich bin ja durch eine gewisse Schule des Lebens, wie ganz viele Menschen von uns allen. Aber bei mir kamen dann die Krankheitsthemen, die Operationen, die Krebstherapien. Und dann hat sich der Körper verändert. Man hat sich anders gefühlt im Endeffekt. Von der Kleidergröße 36. Auf 44, dann wieder runter auf 40, dieses Hin und Her. Und dann aber seinen Weg zu finden und dann im Gleichklang auch zu bleiben in dieser entspannten Phase. Und da bin ich ja damals auch in diese Panikattacken reingerutscht dadurch. Und umso wichtiger ist es heute, ich sage immer mit meinen fast 60 Jahren, in dieser Ruhe auch zu bleiben. Und ob wenn du das glaubst oder nicht, aber das sieht man bei ganz vielen Menschen in den Kartenbildern, wenn die Eulen in der Nähe der Hauptpersonenkarte liegen, dann weiß ich immer, aha, ich habe da schon einen ganz arg gestressten Menschen vor mir. Gell? Das sieht man. Mit dem Mond zusammen sind das Kartendeutungen, die dann wirklich schon in die Tiefe gehen und wo man dann einfach
ein bisschen drauf schauen muss. Und das ist halt für mich wichtig. Das ist so meine Lebensaufgabe, einfach auch meine Passionskarten legen. Ja, weil du ja auch eben durch viele Lebensthemen gegangen bist. Also du hast es gerade erwähnt, also unter anderem also die Operation, Krebstherapie, die Panikattacken. Auch da fällt es natürlich gerade in solchen Extremsituationen, von denen du einige in deinem Leben gehabt hast, deswegen du sprichst da aus einer wahnsinnigen Erfahrung. Es ist natürlich dann in diesen Momenten, in denen man in diesem absolutiven Stress, also gerade wenn man auf dem Höhepunkt einer Panikattacke ist, wieder in eine Ruhe zu kommen, in ein stressfreies Sein, das ist natürlich dann erstmal nicht so einfach. Das heißt, da muss man natürlich auch vorbereitet sein und vielleicht schon einmal wissen, wie kann ich Stress loslassen? Wie komme ich aus so einer Situation wieder raus? Wie war das bei dir bei den Panikattacken? Wie bist du da wieder rausgekommen? Weil wenn man erst einmal in dieser Panikattacke drin ist, dann muss man Wege rausfinden. Ja, siehst du nichts mehr. Und bei mir war es ja so, ich hatte ja diesen Bereich Übelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit. Das war bei mir die Panikattacke. Ja. Und das ging innerhalb von Sekunden. Und beim Aufwachen stand ich dann immer da und wusste im ersten Moment gar nicht, was ist jetzt, wo. Ja, und dann hatte ich ständig Durchfall. Bei mir ist das wirklich also kein Kontroll, den absoluten Kontrollverlust zu haben. So. Und ich habe ja damals mein Filou bekommen durch diese schwere Zeit. Und ich bin gelaufen. Ich bin wirklich gelaufen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss weglaufen. Mhm. Ja, ich muss mich bewegen. Also diese Bewegungen waren auch das, was mir nachher geholfen hat, aus diesem Teufelskreislauf rauszukommen. Und das Problem bei diesen Panikattacken ist ja, man sieht sie nicht. Ja. Menschen, weißt du, wenn du einen Gipsarm hast oder du hast irgendetwas, ja, das sagt dir, oh, da hast du dir aber wehgetan. Wenn du ums Eck kommst und sagst, ich leide an Panikattacken. Das ist ja bei all den Erkrankungen. Ne? Das wird ja auch bei Burnout und Depression gesagt. Ja. Also das ist alles etwas, was man nicht sieht. Und gerade wenn es dann auch so lebensfrohe Menschen wie du sind, dann sag mal, du und irgendwie mentale Probleme oder so, du bist doch immer gut drauf. Ja, richtig. Und weißt du, wann so die Bevölkerung immer ein bisschen aufgerüttelt wird? Wenn Prominenten zum Beispiel aus dem Fenster sich stürzen, vom Zug laufen, weißt du, wenn die sich das Leben nehmen. Mhm. Ja. Und dann geht immer so ein Raunen durch die Menschen und dann heißt es immer, ey, was hat denn der? Der hat Millionen auf dem Konto, der hat eine tolle Frau, da läuft doch karrieremäßig alles. Ja. Aber das Problem ist, das hier oben können wir nicht kontrollieren. Das ist einfach so. Und das Schlimme ist ja, und davon bin ich absolut überzeugt, wenn die einmal ausgelöst sind im Leben, die kommen immer wieder. Und dann hast du entweder einen positiven Stress oder einen negativen Stress. Hm. Ja, aber Stress ist der Auslöser für diesen Bereich. Das heißt, man hat die Autobahn des Lebens ganz oft zur Rennstrecke gebraucht. Jetzt geht es dir sehr, sehr gut. Du weißt auch, wie du Stress loswerden kannst. Also auch das nutzt du jetzt, auch jetzt in der etwas kühleren Jahreszeit. Wobei in Spanien ist auch immer noch nett. Du gehst dann eben mit den Füßen ins Wasser, auch wenn es dann ein bisschen kühler ist und lässt einfach mal raus. Aber es kann natürlich auch immer mal wieder anders laufen. Also du weißt natürlich, wie du eben aus diesen Situationen auch immer wieder rauskommen kannst. Und du gibst es weiter. Und das ist das Schöne. Ja. Und auch nochmal der Hinweis auf die Verlosung. Denn du stellst uns ja einen wundervollen Preis zur Verfügung. 30 Minuten eine private Audienz im Prinzip mit Gisela. 30 Minuten Beratung mit dir. Und hier nochmal die Frage dazu. Was verlosen wir heute? Ja, dürfte jetzt klar sein. A, 30 Minuten Beratung mit Gisela oder B, ein Jahresabo vom Zukunftsblick. Auch das wäre ein schönes Geschenk. Unter der 01379881404 aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501190 könnt ihr uns anrufen. Und bis 11 Uhr geht das noch. Bis 11 Uhr sind die Leitungen für euch geschaltet. 18 Jahre alt solltet ihr sein. Und unsere Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auf astrotv.de. Und Gisela, wie verbringst du jetzt die nächsten Tage noch bis Weihnachten, also diese Adventszeit? Was lässt du dir jetzt alles so ein bisschen ruhiger vorgehen oder bist du weiter richtig schön unter Dampf? Also Cornelia und ich, wir waren ja gestern shoppen. Bei uns gibt es hier unten eine Obdachlosen-Suppenküche. Das ist so mein nächster Anlauf für die nächsten Tage. Du weißt ja, ich muss irgendein Projekt muss ich immer haben. Ja. Egal, ob es die Pferde sind hier irgendwo oder die Hunde, die Hilfe brauchen, aber hier wird dann das verteilt. Und dann verbringe ich Weihnachten mit Cornelia zusammen.
bei mir hier zu Hause mit Astro-TV-Zuschauern, aber trotzdem besinnlich mit gutem Essen, das eine oder andere Gläschen Sekt oder Aperol, sage ich jetzt einfach mal, und da stehe ich auch dazu, weil das auch dazu gehört, sich was Gutes zu tun, auch mal auszuklinken und einfach zu sagen, jetzt bin ich ich. Ja. Ja, in dem Moment, wenn ich ein gutes Essen habe oder mit Cornelia zusammen bin, mein Sohn ist ja hier, der lebt ja mittlerweile wieder bei mir mit meinen zwei Hunden, und da lasse ich mir das schon gut gehen. Aber ich habe halt gelernt durch meine Panikattacken, ich kann es immer bis zum gewissen Punkt treiben. Mhm. Und dann merke ich, aha, der Körper fängt an, da hat man so dieses Gefühl, dieses Druck innen drin. Ja? Und dann früher habe ich immer gedacht, ach komm, jetzt machst du noch eine Beratung, noch eine, noch eine, noch eine, weil ich bin ein Workaholiker. Und dann hat es mich erwischt. Heute kenne ich meine Grenzen und dann heißt es, nichts geht. Dann wird der Stecker gezogen und dann bleibe ich auch mal zwei Stunden länger im Bett. Ich gehe am Strand spazieren. Ich locke mich dann nicht ein, weil der Kopf hier oben, der muss absolut klar sein für die Beratungen und darf nicht selber im Rad drehen oder am Rad drehen in dem Moment, weil ich unter Stress bin. Das geht gar nicht. Und ebenso wichtig, auf sich zu hören und eben diesen Kontakt überhaupt zu sich selbst zu haben. Ja. Den hast du eben inzwischen sehr, sehr gut. Du reagierst auf das, was dir dein Körper eben sagt, was dir dein Körper signalisiert. Und das ist ganz wichtig, dass wir mit uns gut verbunden sind. Richtig, weil wodurch rutschen wir aus im Leben? Weil Körper, Geist und Seele keine Einheit mehr sind. Ja. Dadurch rutschen wir aus. Gell? Egal in welchem Bereich, ob das privat ist, in der Ehe ist, mit Kindern ist. Aber dann fängt es an, hier wird gezuppelt, da wird gezuppelt, im Außen wird gezuppelt in dem Moment. Und dann versucht man so diesen Hampelmann zu machen, auf allen Ecken zu reagieren. Und genau da erwischt es einen dann. Genau dann, in dem Moment. Aber nicht, wenn man hochtourig fährt, sondern wenn dieser Level abgebaut wird. Weißt du, wenn alles, wenn man denkt, oh, jetzt habe ich alles geschafft, alles, und dann bäckt es einen um. Deshalb werden auch so viele Leute krank im Urlaub oder in den Weihnachtsfeiertagen, weil der Stress wirklich dann so abfällt und dann hat der Körper Zeit, um zu sagen, dann macht er so, hallo, kennst mich noch? Warst du noch irgendwo, noch irgendwas, ist noch etwas? Und dann haut es einem natürlich dann irgendwo den Vogel raus. Und gerade bei Panikattacken. Ich habe, auch wie bei der Dame, ich habe die größten Sympathien für Menschen, die sagen, ich leide darunter ganz öffentlich auch. Ich auch, ich kenne das also. Und da stehe ich auch dazu. Weil es ist wichtig, auch für uns Berater immer zu sagen, bei mir läuft auch nicht alles gerade. Ja, genau. Auch nicht. Also da eben auch bei dir. Wir haben alle unsere Herausforderungen, mal mehr, mal weniger. Aber dann zu tun, als wenn alles so easy ist, das glaube ich, wäre die größte Lüge, die man eigentlich jemand anders auftischen kann. Genau, da hat jeder seine Herausforderungen im Leben und das darf man eben auch sich selbst vor allem eingestehen. Das ist immer das Wichtigste. Mhm. Man muss nicht unbedingt alles rausposaunen, aber eben auch nicht so tun, als ob alles glatt wäre im Leben. Wenn wir auf, aber ich muss mir selber gegenüber sehr ehrlich sein. Ich für mich, ich muss sagen, hey, pass auf, mir geht es heute einfach nicht gut, was machen? Und ich rede ganz oft selber mit mir und sage immer, heute ist ein blöder Tag, aufgewacht schon, und dann kommt meistens der Kevin ums Eck und dann macht er schon so. Weißt du, schon diese Augen verdrehen. Aber dann sage ich immer, das sind junge Burschen mit ihren 24, 25 Jahren. Verstehst du? Für die ist die Welt heile in dem Moment. Und da sieht die Sache ganz anders aus. Und da sage ich immer, ich muss manchmal mit mir reden, um einfach sicher zu stehen, aha, ich bin auch komplett bei mir. Und ein bisschen heiler übrigens kann die Welt ja auch für einen Zuschauer, eine Zuschauerin werden. Ich habe ja gerade noch gesagt, das 30-Minuten-Gespräch mit dir, das wird mit Sicherheit auch ein sehr heilsames sein. Also ganz lieben Dank nochmal für diesen schönen Preis. Gerne. Und Gisela, eine wundervolle Adventszeit und natürlich schon mal einen wundervollen Heiligabend und ein gutes ins neue Jahr kommen. Danke dir, meine Liebe. Jawohl, das wünsche ich dir auch. Und denk an die Weihnachtslaune, gell? Auf jeden Fall. Die transportieren wir weiter auch hier bei Leichter Leben in den nächsten Tagen. Danke dir, meine Liebe. Jawohl, ich sage auch danke. Tschüss. Tschüss. Und stressfrei geht es weiter mit Marlies Maria Bremer. Dieses wunderbare Buch hast du mitgebracht, Die Verführung aus dem Bauch. Über das Bauchgefühl haben wir schon gesprochen und wie du auch mit dem Bauch umgehst, ist natürlich auch in unserer Sprache verhaftet. Ne? Also etwas schlägt mir auf den Bauch oder auf den Magen oder da liegt mir ein schwerer Stein im Magen oder im Bauch. Also
das weiß man schon, dass im Bauch da einiges eben liegt und uns da einiges das Leben auch schwer machen kann. Mhm. Aber es kann uns das Leben eben auch leichter machen, wenn wir auf unser Bauchgefühl hören. Wird ja auch immer gesagt, hör mal auf dein Bauchgefühl. Mhm. Also du hast es auch erwähnt, die Wissenschaft hat ja auch schon herausgefunden, dass das im Prinzip unser zweites Hirn ist, ne? Dass da eben ähnliche Strukturen sind. Also sollten wir schon drauf hören. Unbedingt, unbedingt. Also eben, was auch gesagt wurde, jetzt zum Thema Burnout, um gar nicht in so eine Falle zu kommen. Ja. Die Techniker Krankenkasse sagt, wir haben 2030 die häufigste Krankheit in der westlichen Welt, in den Industrienationen, ist damit zu rechnen, dass es Burnout und Depression sind. Also wenn wir das jetzt hochrechnen, das sind ja was, 8, 9 Jahre knapp. Ja. Und dann ist es das nicht nur, dass es den einen oder anderen mal erwischt, sondern dann ist das, was ja jetzt schon nach und nach fast eine Volkskrankheit wird, unsere Realität überall, mal ganz abgesehen, was das für ein wirtschaftliches Problem sein wird. Also dass viele, 20-25% kommen gar nicht mehr aus so einer Krankheit wieder zurück in die Arbeitswelt und in ihr normales Leben. Und von daher kann man gar nicht früh genug Selbstfürsorge betreiben, um das abzuwenden und eben auch ein Bewusstsein für diese ganze Thematik zu bekommen. Ja, das sind vor allem durchaus Erkenntnisse. Also die Techniker Krankenkasse ist da nicht die einzige. Also da gibt es tatsächlich auch Studien natürlich dazu, Hochrechnungen, wie das dann so weitergeht, wenn sich das alles genauso weiterentwickelt. Deswegen reagiert oder hat die Politik ja auch vor Jahren darauf reagiert, finanziert Burnout-Prophylaxe Kurse in Unternehmen. Also da wird einiges getan, weil du sagst schon, wenn die Arbeitskraft dann nicht mehr erhalten ist, das schadet dann eben der Wirtschaft und dann wird dann schon auch mal etwas getan. Ist natürlich schade, dass es immer erst mal an den Geldbeutel gehen muss, bevor man reagiert. Aber es geht ja nicht auch immer darum, die Verantwortung an die Politik abzugeben, sondern eben Eigenverantwortung für sich zu übernehmen. Und so wie Gisela eben für sich feststellt, ich könnte noch 2, 3 Beratungen machen, aber nein, ich spüre, das geht jetzt nicht mehr. Ich klinke mich aus, ich kümmere mich um mich. Und darum geht es auch bei dir, eben diese Selbstfürsorge, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und du hast einen sogenannten Dreisatz der Selbstfürsorge mitgebracht. Müssen wir jetzt rechnen? Nicht unbedingt. Es sagt einfach nur, dass es 3 Punkte sind, auf die wir Acht geben müssen. Schade ist, dass wir immer erst dann reagieren, wenn es zu spät ist. Ja. Und was ich eben beobachte, wenn der Arm im rechten Winkel hängt, weiß man, ist mit Wahrscheinlichkeit, großer Wahrscheinlichkeit gebrochen. Ja. Wir wissen, wenn ich Halsschmerzen habe, erkältet bin und Gliederschmerzen, habe ich eine Grippe. Aber die Symptomatik von Burnout, die weiß kaum jemand. Mhm. Und wir erkennen das bei uns selbst nicht. Man spürt zwar, viele Menschen spüren schon 2 Jahre vorher, mit mir stimmt irgendwas nicht, können das aber gar nicht einordnen. Was ich gemacht habe, ja hier einen autobiografischen Ratgeber geschrieben. Ich habe ja die Erfahrung selbst gemacht und habe mich mit 30 gewundert, was passiert dann gerade in meinem Leben. Und was ich auch schade finde, dass wir alle nicht informiert sind, sodass man das auch bei Freunden und Bekannten sehen kann, wenn das jetzt so ein Thema ist, was uns auf uns zukommt. Aber wie du schon sagst, diese Selbstfürsorge ist der Hebel, an den wir für uns rangehen können, dieses Selbstbemuttern, auf mich schauen. Und das ist dieser Dreisatz, den ich entwickelt habe. Ja. Also dieses Bewusstsein zu fragen, immer wieder im Laufe des Tages zu fragen, wie geht's mir gerade? Ja, wie Gisela das auch gemacht hat, die immer wieder fragt, wie geht's mir denn jetzt gerade? Und dann mal zu gucken, vielleicht kann man das sich einfacher machen, indem ich das differenziere emotional. Wie geht's mir also vom Gefühl her? Und wie geht's mir körperlich? Und es reicht schon am Anfang aus, weil das so knifflig ist, so schwer, wie geht's mir? Wir fragen mal anderen, wie geht's dir? Genau. Was kann ich für dich tun? Und jetzt ist genau die Frage, auf sich mal zu beziehen. Wie geht's mir? Wie geht's mir körperlich? Und dann, wenn ich das festgestellt habe, mir geht's so oder so, was brauche ich? Okay, und wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, mir ist gerade kalt, okay, ich brauche so ein bisschen Wärme, ich habe jetzt gerade Hunger, dann muss ich jetzt was essen. Aber das sind so kleine, elementare Dinge, die ich dann, nachdem ich sie erkannt habe, nicht einfach links liegen lassen kann, wie es viele machen, sich eben nicht um seinen Körper und um sich auch emotional zu kümmern, sondern dass ich hier ansetze, dann wirklich aufzupassen und bis in letzte Konsequenz das umsetze und mir das hole, was ich brauche. Ist es das Essen? Ist es die Wärme? Ist es die Umarmung vielleicht auch? Oder ist es ein Umstand, in dem ich gerade gar nicht mehr sein will, der mir nicht gut tut? Manchmal auch in der Gruppe, da muss man aufpassen, dieser Gruppenzwang und dann auch wirklich rauszugehen. Genau, und eben vor allem aus diesen Strukturen, die man sich selbst geschaffen hat, auch mal rauszugehen. Also wenn es jetzt also um die Uhrzeiten wird eben gegessen, nein, aber wenn ich jetzt Hunger habe, sollte ich zumindest eine Kleinigkeit essen, also wirklich auf mich hören. Und unter anderem eben auch
gut mit sich selbst zu reden. Und dafür können wir uns gut informieren mit schönen Sätzen. Und wir haben auch einen schönen Satz über den Spruch des Tages am Ende der Sendung. Lass uns mal schauen, ob der uns auch nähern kann, dieser Satz. Die größten Ereignisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Ja, der Nietzsche. Das ist natürlich klar. Also das heißt natürlich auch wieder, wir dürfen mal in uns gehen, wieder auf uns hören, so wie wir es eben auch in dieser Sendung gesagt haben. Liebe Marlies Maria Bremer, es war eine große Freude. Wir laden dich gerne wieder ein und wir tanzen, glaube ich, gleich einfach aus der Sendung, weil du ja Tänzerin bist. Ich sage euch ganz lieben Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen um 10 Uhr wieder. Leichter Leben, Zeit für mich. Habt einen wundervollen, tänzerischen, energetisch erfüllten Tag. Danke. Ich habe zu danken. Wir können den Stress tanzen.